Zeit, mal wieder was von mir zu hören. Und zwar bin ich gerade auf dem Weg nach Bayern. Zum schönen Örtchen Hochstädt. Dort gibt es einen Arboria-Store und dort gibt es den Sven Strönlein. Den Sven habe ich kennengelernt auf Facebook. Wir hatten irgendwann mal Dampferkrempel getauscht und sind dadurch bis heute halt im Kontakt. Haben uns bis dato auch noch nicht persönlich kennengelernt, das werden wir jetzt ändern. Wir führen auch die ein oder andere Facebook-Gruppe, was Dampfkram angeht, zusammen. Und ein absolut kompetenter Mensch, gerade was Hardware angeht. Und ja, da fahren wir doch heute mal hin. Und dann werden wir mal sehen, was dieser Arboria Store denn so kann. Ich bin gespannt. Ja, ich werde jetzt natürlich nicht die ganze Fahrt filmen, weil das sind von mir aus 345 Kilometer und ja, 30 Kilometer habe ich gerade mal. Also von daher wird es nachher einfach einen Rückblick geben dazu, wie ich da war. Dann werden ein paar Bilder geschossen und das Ganze wird dann in dem Kellergespräch wie immer preisgegeben, was ich dort erworben habe. Und ja, wie der Tag denn beim Sven so gewesen ist. Und bis dahin würde ich dann mal sagen, bis gleich, aber auch nur, weil es geschnitten wird, weil ansonsten würde ich sagen, bis morgen, liebe Leute. Also, Vape on, haltet die Ohren steif und wir sehen uns dann wieder, wenn ich zu Hause bin. Also, bis gleich. Moin, liebe Leute, willkommen zurück aus Bayern. Ja, wie ihr vorhin gesehen habt, ich war ein bisschen unterwegs für euch. In einem Shop in Bayern. Das Ganze ist, wie heißt die Ortschaft? Ich vergesse es immer wieder. In Höchstadt. Der Shopleiter Sven Strölein, mittlerweile ein sehr guter Freund von mir. Wir haben uns, wie gesagt, vor ein paar Jahren, ich glaube vor 2 Jahren war es tatsächlich, bei Facebook kennengelernt durch ein Tausch- oder Kaufgeschäft, ich weiß es nicht mehr so genau. Und durchgehend in Kontakt geblieben und da habe ich mir jetzt mal gedacht, komm, ich werde den guten Mann mal besuchen. Der ist in einem Arboria Store, Shopleiter dort und wirklich ein feiner Kerl. Mannigfaltig an Fachwissen, also es gibt wie gesagt keine Frage, die er mir bis dato noch nicht beantworten konnte. Aber das habe ich euch in dem Vorgängervideo ja schon gesagt, dass das wirklich eine Koryphäe im Fachgebiet Dampfen und weiteres ist. Ja, ich habe auch dort ein paar Sachen gekauft. Die ich jetzt für euch reviewen werde. Und zwar fangen wir mal bei Hardware-technisch an. Das ist einmal der Sapor RDA aus dem Hause Rotopo. Dazu die Verpackung. Schlicht und einfach Holzkarton. Holzkarton, genau. Ein kleiner Pappkarton. Des Weiteren habe ich Just for Fun, den Troll, ebenfalls aus dem Hause Votovo, aber diesmal gesprenkelt in schwarz-pink. Fand ich ganz geil. Was ich am Anfang nicht wusste, ist, dass kein Drip-Tip dabei ist. Ist aber nicht so schlimm, weil ein Drip-Tip hat man öfters mal rumfliegen. Von daher ist es kein Problem. Ich habe jetzt einen Drip-Tip genommen von dem Athena Squonk RDA. Der passt ganz gut da drauf. Und das Ganze kommt in dieser edlen Metallbox. Scratchcode, alles dabei. So, was haben wir denn noch Schönes mitgenommen? Einmal aus dem Hause Unique. Granny's Pie Dream. Ein leckerer Apfelkuchen. Wie er schmeckt, kommen wir später zu. Und dann einmal die Hausempfehlung von Sven persönlich. Von Arboria süßes Blut. Da bin ich echt mal gespannt. Das ist ein Mix aus roten Beeren, / roten Früchten. Und das Ganze in der Einzelaufnahme inklusive Shop-Fotos und ebenfalls das Bild des Sven Strönleins kommt jetzt im Anschluss. Wird ganz kurz alles eingeblendet und dann sehen wir uns gleich wieder zurück.
So, da sind wir auch schon wieder. Was ich gerade noch vergessen habe, der Sven hat mir noch was empfohlen. Und zwar gibt es bei Aphoria die Ethanolbase. Ja, das ist jetzt ein 70-30 Gemisch. Da habe ich jetzt dieses Apple Pie, Granny's Pie Time, oder nee, Granny's Pie Dream, Entschuldigung, habe ich jetzt dort hineingemischt. Und mit 50 Milliliter. Und die anderen 50 ml habe ich auf dem süßen Blut gegeben. Die Ethanolbase soll besser sein. Ich habe sie bis jetzt noch nie getestet, also ich bin echt mal gespannt. Die soll weicher im Dampf sein, der Dampf soll dichter sein. Und durch das Ethanol sollen die einzelnen Geschmacksrichtungen bzw. die einzelnen Geschmacksstoffe noch besser spürbar, schrägstrich schmeckbar sein. Da bin ich wirklich mal gespannt. Ich habe die Liquids jetzt alle mit der Ethanolbase gemacht. Ich werde den gleichen Test auch nochmal ganz normal mit meiner HIVG-Base machen. Dazu werde ich mir dann nochmal die gleichen Liquids besorgen. Schrägstrich die gleichen Aromen. Und dann gehen wir dort doch einfach mal in den Test hinein. So, wir fangen an. Süßes Blut und der Sapor von Votofo. Gerade schon die Watte kurz ein bisschen vorgenässt. Und dann schauen wir doch mal. So, die Wicklung, die ihr dort gesehen habt, bezieht sich auf eine Staple Staggered Staple Fuse Clapton. Jetzt will meine Box gerade nicht. Ist natürlich. Hier kommt wieder nichts. Oh, Leute. So, jetzt kommt. Jetzt kommt. Das Ganze ist ein bisschen übersättigt, merke ich gerade. Wattzahl muss ich ein bisschen hochdrehen. Ich bin bei 0,09 Ohm. Geschmack muss ich sagen, ausgezeichnet. Was mich aber interessieren würde, weil in der Produktbeschreibung an sich steht drin, ausschließlich der Mix aus roten Früchten. Ich selber verspüre aber hintenrum eine leichte Frische. Eine sehr angenehme Frische. Und das Ganze schmeckt wirklich sensationell gut. Wie gesagt, der Coil da drin, dual, Frame Staple, Fused, Clapton, Schlag mich tot. 6 Staples in der Mitte, der Frame ist 0,35 Kantal und der Mantel 0,1 Edelstahl. Ganze 0,09 Ohm. Es ist aber wirklich lecker. Also da kann man nicht meckern. Ja. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich jetzt einen merkbaren Unterschied zu der normalen Base herausfinden werde. Ich kann nur sagen, diese Kombination süßes Blut und Ethanolbase geht zu 100% steil bergauf. Kommen wir zum Sapor selber. 24 mm im Durchmesser. Sehr schlicht gehalten, finde ich. 15er Grip-Tip ist auch noch mit dabei, beziehungsweise halt ein dünneres Grip-Tip. Weil das Ganze ist in einem. Ja, und den Sockel, das ist die eigentliche Halterung für das Grip-Tip. Und das kann man dann nochmal voneinander trennen. Rummeln lassen wir ihn auseinander hier. So, dann habt ihr den Sockel nämlich einzeln und da wird das Grip-Tip eingesetzt. So, und das Grip-Tip ist mir persönlich aber zu klein. Deswegen nehme ich den 18er das Kaminrohr. Vom Durchzug her muss ich sagen, top.
Nicht zu straff und nicht zu Open Draw. Und wirklich ein witziger kleiner Verdampfer für unterwegs. Jetzt gerade mal bei 92 Watt. Und das Ding feuert wie verrückt. Gut. Süßes Blut und Sapor. Wisst ihr jetzt Bescheid? Dann kommt jetzt des Weiteren das Unique Granny's Pie Dream. Das ist eine Aromaflasche, ja. Habe ich hier drin angemischt. Die Entwicklung, die ihr hier drin gesehen habt, ist eine Twisted Fuse Captain. Läuft auf 0,27 Ohm, ebenfalls auf 90 Watt. Und dann wollen wir das Ganze mal nass machen. Wollen wir das mal dampf machen, wie das kommt. Ich muss dazu sagen, jeglicher Apfelkuchen, den ich bis jetzt hatte, ist direkt bei mir rausgeflogen, weil der Apfel, der darin verarbeitet wurde, der war mir so dermaßen kratzig im Hals. Das gefiel mir ganz und gar nicht. Ja, da wollen wir uns mal Schmuckstücke reinziehen. Lecker. Dampft schon ordentlich mehr, das Ding. Es schmeckt nach Apfelkuchen. Und zwar nicht kratzig. Ich bin mir nicht zu 100% sicher, ob das ein All-Day werden könnte. Das süße Blut auf jeden Fall, das finde ich richtig gut. Und der Apfelkuchen an sich, der schmeckt auch sehr, sehr geil. Weil man hat tatsächlich das Gefühl, man würde dieses Apfelstück Kuchen gerade essen. Aber, denke mal, es ist ein sehr schweres Gefühl. Also man wird es sich nicht leid dampfen, um Gottes Willen. Aber man wird zwischen, wenn man sich so die Flasche reinziehen will, man braucht dazwischen mal ein bisschen Pause, denke ich mal. Geschmacklich ist es vollumfassend Apfelkuchen. Man schmeckt wirklich den Teig, den Apfel. Welche Sorte Apfel es ist, kann ich euch jetzt nicht sagen. Obwohl ich Koch bin, keine Ahnung. Aber man schmeckt wirklich alles raus. Auch wenn es sich vielleicht blöd anhört, aber ich möchte meinen, man schmeckt sogar den leichten Streusel, der oben drauf ist. Hintenrum heraus. Kommen wir zum Troll. Welche Version das jetzt ist, müsste ich jetzt lügen. Steht das denn hier irgendwo? Sekunde. Tofu. Hier steht jetzt nicht dabei. Hier, wo hatte ich einen Zettel? Ich glaube, das war der Troll Core 2. Bin mir nicht sicher. Müsste ich noch mal. Ja. Es ist auf jeden Fall ein Troll. Ein sehr schöner Troll. Ich stehe zwar jetzt nicht so unbedingt auf Pink, aber ich fand es ganz witzig. Deswegen habe ich den einfach mal mitgenommen. Die Airflow ist herausragend, muss ich sagen. Es ist schon wieder fast freies Atmen, muss ich gestehen. Mag ich eigentlich nicht so, aber in Verbindung mit dem Apple Pie Dream oder mit dem Pie Dream, ich tue mich da immer mit Apple Pie Time von Smoking Bull. Granny's Pie Dream, so heißt es. Ist das echt eine geile Sache. Also straffer dürfte die Airflow jetzt nicht sein. Weil dann wird der Geschmack, glaube ich, erschlagen sein. Und so wie er jetzt ist, ist er wirklich fein abgestimmt. Und es fehlt keine Nuance von irgendwas. Es schmeckt sensationell gut. Wirklich. Es wird nicht mein Favorite Liquid. Aber das liegt an meinem persönlichen Geschmack. Wichtig ist nur, für euch, dieses Liquid kann ich euch echt empfehlen. Schmeckt echt gut. Ist echt gut. Ja, was wird es demnächst noch geben? Ich hatte mir eigentlich vorgenommen, Coil Build Tutorials machen. Aber das werde ich sein lassen. Weil das zu viel Zeit in Anspruch nehmen würde. Weil ich, wie gesagt, nebenbei, ich mache das Ganze jetzt unter Paradies Coils, Schulz Vapor Paradies. Und das sind so viel Zeit in Anspruch, da werde ich jetzt keine Tutorials was Coilen machen.
die Anfragen sind sehr, sehr hoch. Alleine heute habe ich die Anfragen von 28 Calls bekommen. Die werde ich natürlich zusehen, dass ich die schnellstmöglich rauskriege. Und das wird es demnächst noch geben. Genau, der V-God Tricktank kommt demnächst zu mir. Da wird es noch ein Video von geben. Dann werde ich... was bekomme ich denn noch alles schon? Das weiß ich jetzt gar nicht. Eventuell werde ich dann demnächst noch ein Video zu einer Box von Frank Casey machen. Da muss ich aber erstmal gucken, wann der gute Mann Zeit für mich hat und wann ich denn die Zeit habe, um dort mal hinzufahren, damit wir alles bequatschen können, wie, wann, wo, was. Und ja. Wie gesagt, schaut euch mal durch im Avoria Store. Fahrt auch gerne mal vorbei, wenn ihr gerade aus dem Raum kommt. Denn Sven kann ich euch echt wärmstens empfehlen. Seelenruhiger Mensch und einfach nur ein cooler Typ. Ohne Witz. Er geht komplett vorurteilsfrei ran. Wenn du Anfänger bist, dann bist du Anfänger. Und wenn du Pro bist, bist du Pro. Wird auch trotzdem jeder gleich behandelt. So, so viel dazu. Leute, ich wünsche euch einen schönen Start in die Woche. Und ich denke mal, wir werden uns in 2-3 Tagen eventuell wiedersehen, wenn der V-God Tricktank da ist. Und ja, dann schauen wir mal weiter. Wie denn so der Verlauf wird und was man alles noch so anstellt. Leute, vape on und wir sehen uns. Macht's gut.